bösen Kötern. Aber nein. Ist eh gerade ziemlich ruhig hier. Ja, da ist auch schon die nächste Kapelle. Mensch. Jetzt dachte ich, ich könnte hier so ein paar Verträge abarbeiten. Nee. Nee, nee, nee. Ah! Auf dich habe ich gewartet. Schmeck meinen Stahl, Ungeheuer! Komm, Geralt, jetzt einmal nicht so lahmherrschig hier beim Angreifen. Und der nächste. So. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Wir sind fort. Ihr seid gerettet. Guck mal hinter dich, du Trottel. Scheinheilige Versprechungen. Zumindest ein bisschen Loot. Ich muss immerhin 10 von diesen Schädeln sammeln. So. Ja, 5 Stück habe ich jetzt dann schon. Das lief jetzt sehr gut. Noch 2 so Kapellen und... Und ist da noch was? Ja. So. Da habe ich ja bald alle Schädel zusammen. Bin ich noch richtig hier? Sind wir hier? Nee, da ist nur der nächste Schrein. Strangers in the night. Ich kenne den Text nicht mehr, deswegen habe ich gefailt. Bist du eigentlich noch hinter mir, Kleines? Ja, oh, dein Leben sieht nicht so gut aus. So, ich sollte auf jeden Fall mal in den Gruppenkampfstil gehen, weil sonst ist die Wüste hier bald verloren. Genauso wie wenn... Ja, Geralt hier nicht bald mal anfängt zuzuschlagen. Also, wir müssen nicht mehr aushalten. Komm, Geralt, wir müssen sie retten. Denn dann gibt's auch eine schöne Belohnung. So, na, ging doch jetzt gut. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Ich glaube auch schon, ich weiß, wer das ist, der sie kontrolliert, aber... Ja, mal schauen, ob ich recht behalten werde. Ich weiß, ich bin ganz böse und spanne euch auf die Folter. Sehr schön, alle Bargesköpfe. Wie weit ist es noch bis zu deinem Haus? Was? War das Haus nicht irgendwo hier hinten? Rotes Haus? Nö. Ah, da, wer ist denn das Haus? Habe ich mich gerade eben voll verguckt. So, Jungs. Ich glaube, hier sind wir richtig. Sehr schöne Überblendung. Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein, ich sorge für das Essen. Das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Das Projekt könnte auf jeden Fall erfolgreich werden. Erfolgreich sein. Aber erstmal heißt es hier noch, die Dorftrottel vor ein paar Hunden zu befreien. Ja.
nehme ich auch noch mit. Jetzt können wir auf den großen Kampfstil wechseln. Aber eigentlich brauche ich denen ja gar nicht zu helfen, denn ich will ja eigentlich diese Schreine anzünden, die hier irgendwo sein sollen. Wo ist der nächste Schrein? Der wurde mir hier irgendwo angezeigt. So, mal Karte auf. Kapelle. Schrein. Wo bist du? Ah, da bist du. Ach, ich bin im Kampf. Na, jetzt nicht mehr. Na komm, direkt die nächsten. Also irgendwo muss es ein Nest von denen geben. Ist auch schön, wie die Wachen hier alle sterben. Na, schlägst du auch mal zu, Geralt? Mann, Mann, Mann. Der ist ganz schön nah. Ja, wieso? Da, jetzt. So, einer fehlt noch. Wo ist der? Na, toll. Ja. Ganz kratzt den Weg zurück. Ich hoffe, ich schaffe das noch vor Morgengrauen. Ansonsten muss ich nochmal meditieren. Ich habe jetzt hier schon einiges an Reagenzien zusammen. Kann ich dann direkt mal gucken, ob es schon für den Trank reicht. Denn, ja, den Ghoul-Vertrag gibt es ja auch noch. Wird auf alle Fälle lustig. Ach, den lasse ich jetzt einfach links liegen. Das hilft mich jetzt nicht. Die folgen die ein? Ich hoffe mal. Ja, sieht wohl so auf jeden Fall so aus. Ich darf jetzt einmal quer über die Map laufen, ey. Hätte ich mal vorher geguckt, aber nachher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Na gut, dich nehme ich noch mit. Und dich. Das nächste Level wartet schon auf mich. Boah, ihr nervt langsam mal im Ernst. Gruppenkampf. Ich komme nicht zum Schlagen. Jetzt. Gruppenkampf macht das nur in einer Gruppe Sinn. Hm, Gebeine. Ja, weit ist es zum Glück nicht mehr bis zum letzten Schrein. Dann haben wir jetzt auch einiges an Quests erledigt. Rechnet mal zusammen. Wir haben die Schreine angezündet. Wir haben Schnittchen nach Hause gebracht. Und wir haben die, die Schädel gesammelt. Ja, eine Summa Summat, 3 Quests. Nicht schlecht, dann haben wir auf jeden Fall einiges an Kohle. Geht das hier auch ziemlich zügig dann demnächst mal vorwärts. Boah, bin ich schnell. Ich bin der Speed-Hexer. Ja, langsam gefällt mir dieses Kampfsystem auch. Also wenn man das echt einmal so ein bisschen beherrscht, also ich möchte noch nicht behaupten, dass ich es schon richtig kann, aber wenn man da einigermaßen drin ist, geht das schon richtig gut ab. So. Und die letzte Kapelle ist demnach auch angezündet. So, von Monstern und Menschen ist damit abgeschlossen. Und wenn ich jetzt keinen Bock mehr auf Kämpfen habe, begebe ich mich jetzt erstmal zurück zum Gasthaus und werde wieder eine Runde meditieren. Nachdem ich dich totgeschlagen habe. Na komm, Geralt. Sehr schön. Sehr gut hast du das gemacht. Bist ein ganz, ganz feiner. Ja, das ist natürlich kein Wunder, dass der so eine, ja, filigrane Lauffigur hat, bei den Strecken, die er jetzt zurücklegen muss.
Ich weiß gar nicht, gibt es im zweiten Teil dann ein Mount? Wäre cool. Nicht unbedingt ein Muss, aber wäre ein cooles Gimmick. So. Hoffentlich lassen die mich jetzt rein. Ah, sehr gut. Nicht, dass die hier wieder Terror schieben. Da hinten ist auch schon ein Feuerchen an. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Ja. Schauen wir schnell mal noch bei Alchemie mit rein. Nee, für Katze fehlt mir immer noch das zweite Quebrit und es fehlt nach wie vor Rebis. Schade, aber irgendwo kriege ich das sicherlich noch her. So, jetzt schlafen wir erstmal. Nee, ja, komm hier, Morgenstund und so weiter. Hat man noch was vom Tag? Das ging ja fix hier. So. So, womit fangen wir jetzt am besten an? Ich würde sagen, die Bargast-Schädel bringen wir erstmal zu Abigail. Dann kann ich euch auch direkt mal Abigail vorstellen. Eine mit der interessantesten Person hier in der Umgebung. Oh, da leuchtet's grün. Götter segnen mich mit Geduld. Was mag das wohl sein? Atomar verseucht. Nur schnell weg hier. Jetzt ein Hühnchen. Aber hier bin ich falsch. Hier ist kein Eingang. Frische Gräben. Nee. Da lang. Offenbar war die Pest zu Besuch. Ja, wer es natürlich noch nicht mitbekommen hat, die Pest hat hier ziemlich gewütet. Und ja, hat hier einige Leute dahin gerafft. Deswegen sind die alle hier derzeit ein bisschen komisch drauf. Jetzt sind wir im Haus von Abigail. Juhu, speichern. Ne, den kennen wir, das Alvin. Wo ist da ist Abigail. Na sowas. Ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder.